Am Abend im November des Jahres 1895 experimentiert der Physikprofessor Wilhelm Conrad Röntgen, eigentlich wie immer. Aber dann fällt ihm plötzlich ein leuchtendes Papier auf. Wenige Zeit später sind die Röntgenstrahlen erfunden. Die ganze Geschichte und das Leben des Wilhelm Conrad Röntgen, jetzt in 6 Minuten erzählt. Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Wilhelm Conrad Röntgen wird geboren am 27. März 1845 in Lennep. Lennep, das gehört heute zu Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Er kommt aus wohlhabenden Verhältnissen. Er ist ein Einzelkind, der Vater ist Tuchfabrikant. Die Familie wird dann auch bald in die Niederlande umziehen. Röntgen aber wird kein Abitur machen. Er wird von der Schule verwiesen. Ein Mitschüler hatte wohl einen Lehrer karikiert. Röntgen wird eigentlich zu Unrecht bestraft. Weigert sich aber auch, den Bösewicht zu verraten. Studieren kann er dann, es ist ein wenig schwierig, aber kann er dann doch. Er wird Maschinenbauingenieur, studiert und promoviert dann auch in Zürich. Professor wird er unter anderem in Gießen, in Würzburg oder auch in München. Eigentlich durchaus eine klassische Laufbahn eines Physikprofessors. Heiraten wird er die Tochter eines Gastwirts, Anna Bertha. Der Vater ist nicht ganz so zufrieden, hätte sich vermutlich eine, ja, standesgemäßere Heirat gewünscht, aber die Ehe wird glücklich werden, aber kinderlos bleiben. Die beiden adoptieren, oder zunächst nehmen sie auf, die 6-jährige Tochter eines Verwandten und adoptieren sie später. Am 8. November 1895 macht Röntgen dann seine weltbekannte Entdeckung. Abends alleine beim Experimentieren. Er experimentiert mit einer sogenannten Kathodenstrahlröhre. Das machen auch andere Physiker. In einer Kathodenstrahlröhre rasen Elektronen. Und dann fällt Röntgen etwas auf. Ein Stück Papier, was da zufällig herumliegt, leuchtet plötzlich auf. Es ist mit einer fluoreszierenden Substanz beschichtet. Fluoreszierende Substanz zur Erklärung ist eine Substanz, die bei Kontakt mit Licht oder auch eben Röntgenstrahlen dann selbst zu leuchten beginnt. Röntgen ist überrascht und ihm ist schnell klar, die eigentlich abgedeckte Kathodenstrahlröhre muss irgendeine Strahlung abgeben, damit dann die fluoreszierende Substanz eben leuchten kann. Er experimentiert weiter im Geheimen und es wird klar, dass diese Strahlung Haut und Muskeln durchdringen kann, Blei und Knochen aber nicht. So kann man in den Menschen hineinschauen, kann beispielsweise das menschliche Skelett sehen. Und dann muss als Versuchsobjekt seine Frau herhalten. Sie wird geröntgt. Die Hand wird geröntgt, ihre Hand. Man kann die Knochen erkennen, deutlich erkennen und ihren Ehering. Ob sie wirklich gesagt hat, Zitat, ich habe meinen Tod gesehen, wie überliefert ist, lassen wir jetzt einmal dahingestellt. Röntgen, das ist klar, hatte ja zunächst im Geheimen experimentiert. Und ich zitiere ihn mal, das wie folgt begründet. Ich hatte von meiner Arbeit niemand etwas gesagt. Meiner Frau teilte ich nur mit, dass ich etwas mache, von dem die Leute, wenn sie es erfahren, sagen würden, der Röntgen ist wohl verrückt geworden. Zitat Ende. Also er forscht unter Hochdruck, findet es hochspannend, er weiß auch, dass er etwas Großem auf der Spur ist, aber er erzählt niemanden davon. Und es ist ja nun erstmals auch möglich, mit der neuen Erfindung in den Körper hineinzuschauen. Auch heute beispielsweise wird die Röntgenstrahlung noch sehr häufig verwendet, beispielsweise beim Röntgen von Zähnen oder bei Knochenbrüchen. 1901 erhält Röntgen den ersten Nobelpreis überhaupt für Physik. Er hält keinen Nobelvortrag, es ist ihm nicht wichtig, er beantragt kein Patent, er möchte, dass alle seine Erfindung nutzen können. Das Preisgeld spendet er. Und er möchte auch gar nicht, dass die Röntgenstrahlen nach seinem Namen benannt werden. Er selbst nennt sie X-Strahlen. Heute spricht man ja auch noch im Englischen von X-Rays. Aber einmal muss er dann doch einen Vortrag über die Strahlen halten und ein begeisterter Zuschauer schlägt vor, die Strahlen ab jetzt Röntgenstrahlen zu nennen. Auch dem Kaiser Wilhelm II. Stellt er seine Strahlen vor. Röntgens eigentliche Leistung ist es, dieses leuchtende Papier als etwas Besonderes erkannt und weiter geforscht zu haben. Andere Forscher hätten dem Phänomen vermutlich gar keine Bedeutung beigemessen und die Röntgenstrahlen so gar nicht entdeckt. Röntgen ist auch ein sehr zurückhaltender, ein sehr
sorgfältiger Forscher ohne Starallüren und er möchte sich auch überhaupt nicht darstellen. Der Rummel ist ihm eher zuwider. Er findet es auch etwas schade, dass er allein auf die Röntgenstrahlung reduziert wird. Noch nicht bekannt ist damals, dass die Röntgenstrahlen auch schwere Schäden, beispielsweise Krebs, auslösen können. Viele Forscher, die damit experimentieren, werden auch daran sterben. Aber der Nutzen überwiegt natürlich klar schon damals die Schäden. Wilhelm Conrad Röntgen pflegt noch aufopferungsvoll seine schon lange kranke Frau. Er stirbt wenige Jahre nach ihrem Tod am 10. Februar 1923 in München. Das berühmte Röntgenbild von Röntgens Ehefrau Anna Bertha dauert übrigens etwa eine halbe Stunde, so lange muss sie stillsitzen. Heute undenkbar. Bis nächsten Dienstag.